Hallo und herzlich willkommen zu Film im Kreuzverhör bzw. zum post-Halloweenistischen Special, wo wir heute machen, wozu ich natürlich auch wieder meinen Superkollegen Bad Cop begrüße. Guten Tag, guten Tag. Ja, wir Schweizer sind halt ein bisschen langsamer und darum können wir mit unserem Halloween-Special, wie du sagst, eigentlich noch Halloween-Sport, weil, ganz am Motto, Vor Halloween. Genau. Und durch das auch dann Bedarf nach guten oder vielleicht weniger guten Horrorfilmen besteht, haben wir verdammt, wir jetzt einfach mal ein paar Horrorfilme vorstellen oder auch davor abboten, wie auch immer. Genau, und damit würde ich sagen, kommen wir gerade anfangen. Gut, der erste Film, den ich empfehle, ist eine franco-kanadische Produktion, heisst Disco Pat. Ist ein Slasher, Slasher-Hommage an Slasher aus den 80er Jahren, beziehungsweise auch an Giallos aus den 70er und 80er Jahren, also die italienischen Slasher. Um was geht es? Es geht um einen Typ, der aufgrund von einem Kindheitstrauma, also sein Vater war DJ und hat sich während dem Auflegen mit einem Stromschlag selber getötet, jedes Mal durchdreht, wenn er Disco-Musik hört. Und durch das sich der Typ gerade sozusagen in der Ära von der Disco-Musik befindet, der Film ist in den 70er, 80er Jahren angesiedelt, gibt es natürlich recht viele Gründe, dass er durchdreht. Der Film macht Spass, er liegt ungeschnitten vor. Ich gebe dem 3 von 5 Handschellen. Wieso? Weil er sehr liebevoll gemacht ist. Er ist auch angenehm blutig, er hat einen geilen Soundtrack, unter anderem ist Kiss dabei mit «I was made for loving you». Und er hat auch einen netten schwarzen Humor, macht durchaus Lust auf mehr, also es wird vermutlich einen zweiten Teil geben. Ich kann ihn empfehlen, checkt ihn ab. Der erste Film, den ich euch vorstelle, heisst «The Mine», Halloween in der Mine, in der Höhle, im Untergrund. Und zwar geht es da, wie es der Titel schon ein bisschen verratet, um ein paar Jugendliche, um ein Brad herum, wo Halloween wann in einer stillgelegten und offenbar verfluchten Mine verbringen. In dieser Mine soll es spuken, soll Geister gehen und so weiter. Das Ganze wird recht interessant aufgezogen. Ich gebe dem Film, das passt jetzt sehr gut zum Disco Path oder Pat oder Ebert Pat, egal. Auf jeden Fall gebe ich dem auch 3 von 5 Handschellen. Und zwar einerseits Alexa Vega macht mit, beziehungsweise Alexa Penna Vega, weil sie oder Herr Penna Vega geheiratet hat, was recht zu, egal. Auf jeden Fall, die sehe ich halt gern und sie spielt auch sehr gut, läuft der andere damit ein bisschen davor. Die anderen sind aber unverbrauchte Jungdarsteller, wo sich sehr viel Mühe geben und das macht auch Spaß. Wie gesagt, Inszenierung macht Spaß, weil die Spannung vor allem durch das erzeugt wird, dass immer wieder ein paar Sachen vorgegriffen werden. Im Großen und Ganzen ist die Story nicht wirklich sehr innovativ, das muss man sagen. Aber es ist gepflegter Grusel, gerade für Leute, die nicht unbedingt splatter waren und nicht zu viel Blut waren. Da hat es sehr, sehr wenig. Es ist wirklich mehr auf Spannung und Grusel gemacht. Für die Leute, die das waren, empfehlenswert. Gut, ich will euch jetzt einen weiteren Film von Anolis vorstellen, die in ihrer Hammer-Kollektion jetzt den Hände voller Blut veröffentlichen als sehr schönes Mediabook wieder einmal. Limitiert logischerweise, ich denke, es wird auch recht schnell ausverkauft sein, also von dem her sehr schnell zuschlagen. Um was geht es? Es geht um Anna, die ist die Tochter von Jack the Ripper und hat damals miterlebt, wie der Jack the Ripper sein letztes Opfer ermordet hat. Und Jack the Ripper ist offensichtlich tot, aber trotzdem geht der Mord weiter und Anna steht im Verdacht, dass sie eigentlich vom Geist von ihrem Vater besessen ist und anhand von einer Psychoanalyse versucht, einen Doktor, einen Arzt herauszufinden, ob es dem so ist, ob sie sozusagen der weibliche Jack the Ripper ist. Der ganze Film ist spannend gemacht, ist eher ein Thriller als ein Horrorfilm, hat ein bisschen etwas von einem Alfred Hitchcock-Film, was sehr positiv ist. Ist halt eine typische Hammer-Produktion, wunderbar im Set-Design, hier und da ein bisschen blutig, spannend, gut gespielt, absolut empfehlenswerter Film, absolut empfehlenswerte Edition, schnell zuschlagen. Schon ist sie weg und ihr werdet es bereuen. Ja, und schon wieder ich. ich will euch jetzt einen Film empfehlen oder einen Film vorstellen, der mir besonders am Herzen liegt, weil er wird von vielen gecast, nämlich der Werch. Das Biest in dir, das ist ein Werwolf-Film, wo normale Spielfilmhandlung mit Found-Footage verbinden. Viele Leute hassen das, mir hat das gefallen. Vor allem habe ich geil gefunden an dem Film, dass es eigentlich sehr lange offen haltet, ob man es wirklich mit einem Werwolf zu tun hat. Also erst eigentlich ab ungefähr der 60. Minute wird klar, dass man es hier mit einem Werwolf zu tun hat und dann auch nicht mit einem herkömmlichen. Also nicht einer, der sich bei Vollmond in ein horriges Biest verwandelt, aber das müssen wir selber anschauen. Der Film ist sehr blutig, der Film ist sehr spannend. Ich gebe dem
4 von 5 Handschellen, ja, eine sehr hohe Bewertung. Und schlicht und einfach aus dem Grund, weil er wird nie langweilig. Ich finde, er ist erfrischend anders. Und er würde sogar 5 Handschellen kriegen, wenn er sich am Schluss ein bisschen verbocken würde, weil der Schluss finde ich ein bisschen angesteasy, aber trotzdem ein sehr guter Film. Der nächste Film, den ich euch vorstellen möchte, empfehlen, das sehen wir dann noch, heisst Devil's Do. Das haben vielleicht alle mitbekommen, es hat mal so eine Werbekampagne gegeben mit einem Kinderwagen, der von allein rumfährt und ein hässliches Baby rauskommt und schreit. Das ist Werbekampagne zu diesem Film gewesen. Devil's Do ist jetzt gerade kürzlich rausgekommen auf DVD und Blu-ray. Und ich bin sehr gespannt auf den Film, der Trailer hat mir Spass gemacht und so weiter. Es geht um ein Pärchen, das frisch verheiratet ist. Und in der Ferien von einem Taxifahrer an einen ganz komischen Ort gebracht wird, eine ganz komische Disco im Untergrund, wo man sich also so durch Gässli durch, wo ich nie durchlaufe. Auf jeden Fall ist das auch der Mann, der filmt alles mit. Das wird schön begründet, er will das ganze Leben für sich und seine Frau mit der neuen Familie, die sie gründen, alles schön minutiös aufnehmen. Und es passieren dann mehr und mehr komische Sachen, wo sie wieder daheim sind. Die Frau ist schwanger, obwohl sie eigentlich verhütet hat. Und alles ist ein bisschen sehr merkwürdig und das Ganze wird erzählt in Rückblenden, es ist ein Found-Footage-Film, wo die Polizei schlussendlich den Mann befragt, das sieht man gerade am Anfang vom Film, das ist also kein Spoiler. Am Schluss hockt man einfach dort, also ich bin am Schluss dort gekommen und denkt, okay, und jetzt? Weil die interessanten Fragen, die aufgeworfen werden, die werden nicht beantwortet. Alle anderen sind gar keine Fragen. Das kann man sich denken, worauf es ausläuft. Der Film ist schlussendlich leider Gottes absolut belanglos. Hat 2 starke Szenen. Stichwort Parkplatz und Mann an der Wand. Mehr sage ich nicht. Die den Film dann werden sehen, was ich meine. Ich gebe dem Film, ich kann ihn nicht mehr geben als 1,5 Handschellen, weil er für mich vor allem ein grosses Problem hat. Wieso wird der Mann von der Polizei befragt, wenn sie all die Videoaufnahmen von ihm haben, die eigentlich glasklar alles darstellen und glasklar alles auch sichtbar ist, was da genau passiert ist? Das tut der Film, der torpediert sich selber und wie gesagt, meine Empfehlung bekommt er nicht. So, das mal bin ich's wieder. Und zwar habt ihr vielleicht am Anfang von der Sendung gesehen, dass wir einen neuen Medienpartner haben. Und zwar ist das Kinopalast im Rheincenter in Weil am Rhein oder Weil Friedlingen, auf jeden Fall gerade hinter der Grenze. Bald erreichbar mit dem Tram 8 von Basel aus, ganz wichtig zu wissen. Und dort gibt es nämlich alle die, wo finden, Mantik, wo einen auf Garfield machen, ich hasse den Mantik. Die haben jetzt vielleicht einen Grund, den Mantik nicht mehr ganz so fest zu hassen. Und zwar haben wir jeden Mantik im Kinopalast Horror Sneak Night. Was heißt das? Jede Montag wird ein Überraschungs-Horrorfilm gezeigt. Jede Montag oben im Kinopalast Rheincenter. Ich kann nur empfehlen, geht mal schauen. Es hat immer wieder ein paar Perlen dabei oder auch mal eine Vorpremiere. Es lohnt sich auf jeden Fall, dort vorbeizugehen. Ja, und weil es so schön ist, hat der Bad Cop für mich extra auch noch Geschenke mitgebracht. Und zwar einerseits mal ein Film, den ich mir damals aus England mitgebracht habe, weil es ihn da noch nicht ungeschnitten gegeben hat. Jetzt gibt es einen ungeschnitten. Genau, was sich jetzt ändert, jetzt gibt es auch noch ungeschnitten. Ja, genau. Das wäre einmal der Inbreed. Ja. Ich habe ihn mir jetzt aus England mitgebracht, aber ich habe bis heute noch nicht geschaut. Also kannst du mir jetzt mal erzählen, muss ich den jetzt schauen, muss ich den priorisieren? Ja, eigentlich schon. Ich meine, wenn du gerne auf kranke Filme stehst, wo so ein bisschen so Backwoods-Slash, also Texas Chainsaw Massacre, also da trifft es recht gut hin, wo drauf steht Texas Chainsaw Massacre meets Wrong Turn meets 2001 Maniac, oder Hostel steht sogar noch dabei. Es ist halt ein Splatter-Film, ja. Aber eben sozusagen der erste richtige Backwoods-Slasher, den man aus England serviert bekommt. Sehr effektiv gemacht, jetzt vielleicht nicht gerade die ganz grosse intellektuelle Kost, aber recht konsequent, aber einen fiesen Schluss. Kurzweilig, wenn man auf die Art von Film steht, ja, dann passt das, dann kann man dann locker 3 von 5 Handschellen geben. Wenn man mit dieser Art von Film nichts anfangen kann, dann wird man auch an diesem Film keine Freude haben. Lieber grossräumig umfahren. Okay. Ja, das ist harte Kost, sagen wir so. Dann haben wir noch einen anderen hier, der im Internet schon recht viel Furore gesorgt hat, schon lange bevor er rausgekommen ist. Er hat auch ein paar Jahre gebraucht, um rauszukommen. Nein, wegen dem Cover auch schon, ja, genau. Wegen sexy Krankenschwestern auf einer Riesenspritze am Reiten, am besten noch Blut beschmiert. Mm. Paz de la Huerta. Huerta. Ja, spielt Nurse. Oh, genau. Geht sogar unter spielt Nurse in 3D. Und dann haben wir das Ganze noch in Weiß und in Schwarz. Das ist also, ich finde das zweite Cover viel stylischer. Ja, nein, sie spielt eine Krankenschwester, die Schuss in der Schüssel hat, sozusagen. Und so sich so Aufgabe gemacht hat, Typen umzubringen, die ihren Frauen fremdgehen. Das heisst, sie tut die Frau Typen verfeiern und wenn sie dann einfach etwas beweisen, dass du ein Fremdgängerschwein bist, bringt sie dich um. Und eines Tages verliebt sie sich in eine andere Krankenschwester, also sie hat anscheinend auch lesbische Ambitionen. Das Problem ist aber einfach das, die Krankenschwester ist auch mit einem Typ zusammen.
logischerweise, weil die ist nicht lesbisch. Und sie beschließt dann, ja, ich muss den Typ ausschalten und schaltet einfach irgendwie drumherum auch alles noch aus. Ist irgendwie ein funny Film, er ist technisch sehr gut gedreht, Pastel La Huerta glänzt vor allem mit ihren körperlichen Reizen. Sie ist vor allem sehr gerne anscheinend unten ohne unterwegs, also nicht oben ohne. Das einzige Problem, das der Film hat, kann sich nicht ganz entscheiden, will er ein Slasher sein, will er eine schwarze Komödie sein oder will er ein Erotik-Thriller sein. Also versucht er alles zusammen irgendwie zu sein und teilweise ist er weder das eine noch das andere von dem her gesehen. Also man hätte mit ein bisschen mehr können erwarten nach ganzem Hype. Aber auch hier muss ich sagen, ich gebe ihm trotzdem 3 von 5 Handschellen, weil er hat sehr viel Schreiber, der ist technisch gut gemacht und ich denke in 3D kommt er auch noch recht geil rein. Auf der Blu-ray liegt ja die 3D-Fassung und die 2D-Fassung vor. Sehr schön. Und jetzt haben wir auch gerade noch erklärt, dass es nicht nur lesbische Tendenzen gibt, es gibt auch lesbische Ambitionen. Ja. Das ist noch interessant. sie ist ambitioniert, lesbisch zu werden. Sie hat sich aber noch nicht ganz entschieden. Was ist die denn mit Männern ins Bett? Dann ist sie bisexuell. Sie hat bisexuelle Tendenzen hin zum Lesbischen. Oder bei South Park würde es heißen, Bathos ist bi-neugierig. Ja. Genau, sind die richtig. Und wir verlosen übrigens jetzt ganz. Also eigentlich alle Filme, die ich heute vorgestellt habe, verlosen mich. Also alle Filme, die du vorgestellt hast, das ist The Disco Path, The Wear, The Inbreed, The Worst 3D und, Inbred, und Mediabook von Hände voller Blut. Die verlosen wir alle und was ihr dafür tun müsst, ist eigentlich ganz einfach. Schreibt uns kurz, welchen Film ihr unseren Zuschauern bedingungslos zu Halloween empfehlen werdet. Mit einer kleinen Begründung dazu, bitte wieso. Und wir werden alle die Empfehlungen auf Facebook auch veröffentlichen, dass es auch jeder lesen kann. Ich gebe ein Beispiel, das ihr dann bitte mitbringt, weil es war einfach zu einfach. Nicht Halloween. Genau. Nicht Halloween, ja. Weil er heisst Halloween. Ja. Sucht euch ein paar Filme aus, die noch nicht so bekannt sind. Und dann beschreibt vor allem, wieso empfehlt ihr die euren, also unseren Zuschauern. Und schreibt einfach darunter bitte, welchen Film ihr gewinnen würdet. Wir haben vor allem Film DVD und Blu-rays zum Verlosen, außer das Mediabook von Hände voller Blut. Das ist unser Hauptpreis sozusagen. Ja. Okay, und in diesem Sinne hoffen wir, der hat ein schönes Halloween gehabt. Hat eine schöne Pre-Halloween-Phase jetzt bis nächstes Jahr. Wir selber sind inzwischen am Weekend of Horrors und dort auch am Eskimo Callboy-Konzert. Und wir werden dann sicher einen super tollen Abend verbringen mit diesen kranken Jungs. Mal schauen, was wir so an Filmmaterial mitbringen. Das sind wir uns noch ganz an den Händen. Genau, haben wir letztes Mal schon darüber geredet. Genau. Hören wir jetzt. Wir hoffen, ihr habt ein bisschen Spass gehabt. Bis zum nächsten Mal. Okay. Sitting here with Sid Haig, the man, the legend, Captain Spaulding. How are you? I'm fine. How are you? Yeah, now I'm very, very fine. And yeah, first question is, what is it for a feeling to be a cult icon for so many fans? The term icon makes me nervous. That's a big responsibility. It's such a pleasure to be recognized and have the fans like what it is that you do, so I'm very honored. Besides Captain Spaulding, which we all know, obviously you like playing in a lot of movies with zombies. Is there something about zombies that you like a lot, or is it just coincidence? It's just coincidence. Somebody presents me with a script that I like, okay, and I just do it. And see, originally they thought, like with Night of the Living Dead, they didn't think that zombie phenomenon would ever last. It just keeps getting bigger and bigger and bigger and bigger. It's never going to go away. It's only going to get bigger. You are very, very long in the movie industry, long before House of the Thousand Corpses and so on. And one of my favorite movies of your early time is Galaxy of Terror with Robert Englund. Sure. So what have you for memories about this movie? That was great because we all became friends very quickly, and it's amazing because Jim Cameron, who we all know from, you know, Avatar and everything else, he was the production designer on that, and Bill Paxton was the prop man. Really? Yeah, assistant prop man.
Yeah. The world is small. The world gets smaller and smaller all the time. But we had a great time, we made great friendships, and yeah, I think it's a really good film. Let's stay on the topic world. What is for you the best thing and the worst thing to be a part of the horror world? What's the best part? Wow. I just am so happy when I get to do good work with good stories and people who know what they're doing and we get the job done. I did a film, and this is where skills that you acquire along the way at some point in time become necessary, okay? At one point in time, I was considered a world-class fencer, okay? Yes. And I never had an opportunity to use that in film. Yes. Except we did a film called The Swashbuckler with Robert Shaw and James Earl Jones, and I got to use that skill and to be completely immersed in that time frame and all the rest of that. And we, the actors actually sailed the ship. They taught us how to set the sails and splice lines and the best way to climb up the rope ladders and this, that, and the other thing. So it was a chance to become a pirate. Yeah. So, you know, it's that real world experience that I like. You play also a small part in the new Rob Zombie movie, Lords of Salem, who are coming out. That was unfortunate because Michael Berryman and I played brothers, and we had a great little scene in our cabin, and then the minister comes and says it's time to go find the witches. So we go and we find the witches. And one of them casts a spell on Michael, and he starts to die. Mm-hmm. And I try to save him, and he dies in my arms. And I go crazy, and I set the witches on fire. All those witches that are burning, I was the one that did it. But because the other two people that were in the scene, for some reason or another, just could not perform what was necessary to get done. Mm-hmm. And so they had to cut them out. Because they cut them out, we got cut out. So now it's the part's this big. But many people saying it's the best Rob Zombie movie ever. Do you see this also? Does lots of them is his best? I don't know that it's the best he's ever done, because he really didn't have the money to make the kind of picture that he wanted to make. Okay, the budget was very small. It was like $2.5 million. And Devil's Rejects was $7 million. House of a Thousand Corpses was $7 million. And now he's making a film that should be a big epic film for less than half the money that he was used to, you know, working with. So it was difficult. So, yeah, we are at the end of a movie. We are movie interview. We are running out of time. So thank you very much that you find the time for this interview. Thank you. And it was an honor to talk with you.